Hallo YouTube, hier ist er wieder. Ich weiß doch auch nicht, drauf rumgefahren, Minibrunnen, Diego. Ja, ihr hört die Verzweiflung im Subtext mitschwingen. Ich hab's ja wirklich, wirklich dolle auf der Ebelsbach versucht, auf der V2. Aber ich hab Schwierigkeiten mit der Map. Vorspulen und so, ich habe da ein Video drüber gemacht. Jetzt bin ich so weit, dass ich mir die Ellerbach umgebaut habe. Aber ja, es geht, aber so richtig schön ist auch nicht. Und dann ist mir heute im Mod-Hub hier die überarbeitete Version quasi über den Weg gelaufen. Und da ist mir eingefallen, ich glaube, ich war hier noch nie drauf, der Minibrunnen war ich noch nicht. Sie hat eigentlich alles, was das Herz begehrt. Und so wie es sich anhörte, was nicht da ist, kann man ja selber machen. Ne? Also man kann hier auch Büsche painten, möchte ich es mal nennen. Und so, das finde ich natürlich gut. Ne? Also dass man sich zur Not seinen Hof selber gestalten kann. Ja, das ist original die Hofplatte von der Standard-Map. Ich brauche schon gerne was Deutsches. Ja? Also es gibt ja auch schöne Maps, aber immer nur englische, polnische, französische Maps und so. Auch schön. Also jetzt nicht, dass die nicht schön sind, aber ich möchte auch mal eine deutsche Map haben, so, dass ich mich so an meine Heimat erinnert fühle. So, ne? Ja gut, hier die Gebäude kann man stehen lassen, muss man aber nicht. Ich habe aber gesehen, auch gerade im Mod Hub, es gibt ja mittlerweile alles. Ne? Geklinkerte Kuhställe, geklinkerte Schweineställe. Ich habe die ja auf meinem Polen-Projekt. Was übrigens ganz schön lange schon ruht. Ich müsste da echt mal wieder weitermachen. Ich habe extra nachgefragt. Ich darf es auch mittlerweile ruhig sagen. Der liebe Cetor, der hat mir so geilen Stuff gegeben. Ne? Natürlich andere auch. Ich will nicht alle Namen nennen, aber beim Cetor weiß ich halt, dass er nichts dagegen hat. Es ist schon geil. Ich müsste mal dringend das Oldtimer-Projekt wieder ein bisschen anschieben, aber mir fehlt so ein bisschen, mein Motivator ist kaputt. Ne? Wie gesagt, ich habe jetzt eine Woche lang Ellerbach gezockt. Jeden Tag, mehrere Stunden. Und ich habe ein Video aufgenommen. Ne? Kein Video. Ich habe kein Video gemacht. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was ist. Ich kann mich im Moment. Das ist aber ein krasses Grün. Ne? Ich kann mich im Moment selber nicht leiden. Ich weiß nicht, warum. Ist halt so. Ich müsste einfach nur, so wie jetzt, einfach nur auf Aufnahme drücken. Ne? Tue ich aber nicht. So, also wir gucken uns die Map-Begrenzung an, weil ich glaube, wenn ich was habe, was mir nicht gefällt, dann ist das die Map-Begrenzung mit diesem Felsen. Also, ich war mal eine Zeit lang in der Nordeifel, weil mein Onkel da gewohnt hat. Da gibt es durchaus Gegenden, die sehen sehr ähnlich aus. Also man könnte jetzt sagen, das ist in der Eifel. Ne? Aber nicht so viel, also die haben da mal eine Wand. Es ist da auch teilweise sehr zerklüftet und auch teilweise sehr so schluchtenartige Gegenden haben die da auch in der Eifel. Aber na, so wie hier sieht es dann doch nicht aus. Ne? Müsste ich mich jetzt erst noch mal ein bisschen dran gewöhnen. Wenn nicht, müssen wir mal gucken, ob wir uns zur Not das Müppchen mal näher angucken. Was ich jetzt nicht weiß, also die scheint ja soweit alles zu haben. Also man kann Unkraut machen, painten, Pfützen. Man kann selber Schlamm machen, indem man eine gewisse Textur paintet. Und bei Regen wird das dann zu Schlamm. Büsche kann man setzen, Unkräuter, Vermehrungsgras. Also es ist eigentlich alles da, was der Diego gerne hat. So wie es aussieht, das komplette Mais-Plus-Gedünst geht. Wenn das mit dem Futter jetzt natürlich auch noch gehen würde, wäre natürlich super sexy. Habe ich jetzt alles nicht drin im Mod-Ordner, ne? Ich mache solche Vorstellungen immer gerne nackelig, ne? Ja, der Händler ist auch original da geblieben, wo er schon immer war. Also da wurde jetzt nicht wirklich was dran geändert an der Map. Jetzt ist die Frage, ne? Braucht man das, ne? Ich glaube, ich brauche das nicht, wenn ich mir das so angucke hier. Die Idee ist gut, ist auch soweit okay alles, aber es ist mir dann doch zu nah an der Standard-Map, muss ich ganz ehrlich gestehen. Jetzt, wo ich so drauf rumfahre, ne? Es ist alles liebevoll gestaltet, so ist es nicht. Also, es liegt jetzt nicht an der rein technischen Aufbereitung,
sondern einfach nur daran, ja, man hat sich halt satt gesehen. Ne? Man möchte was Neues sehen mal. Ne? Was mich jetzt noch wirklich interessieren täte, ist, ob mein geliebtes Schlauch Plus auch verbaut wurde. Ich weiß nicht, Manure System heißt das, glaube ich, ne, offiziell. Von mir nur noch liebevoll Schlauch Plus genannt. Ja, also hier hinten, das ist schon sexy. Ich weiß gar nicht mehr, was hat er geschrieben? Was waren es, 4 oder 8? Ich packe den Link mit bei, ihr könnt zur Not selber lesen. Verkaufsstellen sind eigentlich reichlich, ne. Ja, also es mit der Map-Begrenzung, das ist noch ein bisschen shorty. Bodenwinkelcheck brauchen wir nicht machen, er hat gleich dabei geschrieben, dass er Multiröhrenwinkel eingebaut hat. Achso, wir können mal so einen generellen Quali-Check machen. Er hatte mal geschrieben, nicht bei PC, nicht bei PC. Deshalb denke ich mal, dass er sie... Schilder zum Umheizen, Alter. Respekt. Ich denke mal, dass er sie so gebaut hat, dass sie auch für die Konsole zugelassen ist. Bloß dann halt nicht mit allen Skripten. Wenn sie für die Konsole zugelassen ist, dann hat auch jedes Tierchen eine Kollision. Also alles, was optisch sichtbar ist, hat auch eine Kollision. Das ist Vorschrift so. Was mir zum Beispiel gar nicht gefällt, ist diese Reihe Birkenbäume. Obwohl, da ist auch mal ein kleiner dazwischen. Okay. Ja, es sieht trotzdem irgendwie komisch aus. Ich weiß nicht warum. Es sind große und kleine, auch die Abstände variieren. Trotzdem sieht das komisch aus, so eine Reihe Birken. Vielleicht liegt es an der Birke? Ich weiß es nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Waldgebiete sind auch da, ne? So ist es nicht. Tja. Ja, das ist diese Reihe Birken hier, das sieht irgendwie komisch aus, oder? Oder bin ich. Was sagt ihr dazu? Irgendwie befremdlich, ne? Ich weiß nicht warum. Ist es der Abstand? Also zu dicht oder was ist? Oder Birke? Ist es die Birke? Was komisch ist. Sind Birke nicht mehr so Rudeltiere? Ich weiß es nicht. Es wirkt alles sehr nüchtern. Komisch, ne? Dass man das mal so wahrnimmt, so empfindet. Ist ja nur eine Empfindung, die ich habe, ne? Aber komisch. Komische Empfindungen habe ich immer. Tja. Man müsste jetzt, wie gesagt, gucken, was alles noch wirklich verbaut ist. Das wisst ihr. Könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Haut alles raus, was ihr wisst über diese Map. Und vielleicht nehmen wir die dann. Wie gesagt, ich kann auch die Ellerbach nehmen. Ne? So ist es nicht. Also, ich kann euch mal ein Video von der Ellerbach aufnehmen. Wie denn da jetzt nun mal der Stand so ist. Oh, das sind handgemalte Wege hier. Sehr schön. Auf der Ellerbach haben wir leider fertige Schotterwege. Ja, hier kann man mit dem Fichtenmoped noch ein bisschen rumtouren. Also die Waldecke gefällt mir noch gut hier. Gut, da war ich auch auf der Standardmap, war ich noch nie im Wald. Ich weiß nicht, wie da der Wald aussieht. Und hier sieht man natürlich die Mapbegrenzung nicht. Das ist natürlich ein weiterer Vorteil. Fahren wir hier vorne ran. Ich fand, die hat recht lange geladen. Dafür, dass es ja eigentlich ein sehr kleines Möpfchen ist. Also müsste eigentlich auch sehr performant sein. Sollte es eigentlich sein. Ja, das ist mit diesen Baumreihen, da werde ich noch nicht so richtig. Da komme ich noch nicht so richtig. Nee. Nee, das ist so richtig ist es noch nicht meins. Müsste man die ganzen Bäume wegmachen, neue Bäume pflanzen. Ne? Weiß der Geier warum. Ne, ich verstehe mich ja selber nicht, YouTube. Alles gut. Aha, das ist schön gemacht hier. Na, hier geht's rüber zur anderen Seite. Hinten so ein bisschen Distance Hills und so. Ja, gefällt mir schon fast besser als diese anderen Felsen hier direkt am Rand. Tja, schade. Schade. Ist mir zu birkig, das Mäppchen. Zwei Reihen Birke geht dann schon wieder eher, ne? Aber irgendwas ist...
Komisch. Okay, ja. Also wir haben es im Prinzip schon. Ich wollte es halt nur mal mehr, generell mal angucken. Ich habe sie noch nie gesehen. Ich kenne immer nur ein, zwei Fotos. Jetzt habe ich sie mal gesehen. Jetzt also ein bisschen mehr davon gesehen von der Map. Alles kann man ja eh in einer Viertelstunde. Das geht ja nicht. Man kann ein bisschen drauf rumfahren, sich mal alles ein bisschen angucken, mal so ein paar Sachen so in den Raum schubsen und dann einfach mal gucken, was die Community an Kommentaren schreibt. Das ist immer mein Erfolgsrezept. Hier, der Weg ist sehr schön hier übrigens. Die Straße hier runter. Ich weiß gar nicht, ob dies auf der Felsbrunnen genauso ist. So viel schön. Wieder zu Hause. Wir fahren einmal rückwärts hier rein. Mal kurz gucken, was hier los ist an dem Tümpel hier. Ja, also so erstmal außer das mit dem Händler und dem Hof, man sieht deutlich, wo es herkommt. Ja, toll. Das mit den Birken sieht komisch aus. Guck mal, hier sind andere Bäume, die gefallen mir irgendwie besser. Also, wie gesagt, ist ja eine rein subjektive Wahrnehmung, was ich hier habe. Ne? Nicht das Evangelium. Ich bete hier nicht den Heiligen Gral oder sowas, sondern ist halt mein Geschmack, den ich halt so habe. Also hier diese Ecke gefällt mir wesentlich besser mit den anderen Bäumen als mit den Birkenreihen. Warum auch immer. Und ja, wie gesagt, diese Felsen, ja, Nordeifel könnte man eventuell noch gelten lassen vor meinem geistigen Auge. Naja, so, wir fahren mal nach Hause wieder. Das Türchen kann man bestimmt aufmachen, muss ich aber für aussteigen, richtig? Wir lassen die Karre hier stehen, wir laufen rüber und steigen. Ich wollte mal einmal drauf rumgefahren machen und nicht drauf rumgelatscht. Was ist? Mach die Tür auf hier. Ey, ich kriege übrigens auf der Ellerbach kriege ich auch etliche Türen nicht auf, ne? Ich weiß nicht warum. Ich kriege das Ding auch nicht auf hier. Warum nicht? Warum kriegst du die Tür nicht auf? Oh, ich habe einmal zu viel gedrückt. Entschuldigung, mein Fehler. Ist mein Land. Warum kriege ich denn seit neuestem die Türen nicht mehr auf? Vielleicht eine Doppelbelegung bei meinen Tasten. Ah, das könnte sein. Kennt einer eine, also jetzt außer Maus irgendeine Taste, die man drücken muss? Warte mal, vielleicht zeigt er mir das auch an. Ah, das wäre natürlich noch eine Möglichkeit. Nee. F1 hat er nicht. Ah, ich habe bestimmt eine Doppelbelegung auf meiner Maus drauf. Das hatte ich nämlich schon mal. Und dann muss man erstmal die Doppelbelegung wegmachen und danach nochmal wieder sagen, also die alte Belegung nochmal wieder anklicken. Das bin ich auch erst beim dritten Mal drauf gekommen. Und dann geht's wieder. Ich hatte das beim Frontlader zum Beispiel, der war auch total verstellt. Jetzt kriege ich die Türen nicht auf. Oh, da muss ich erstmal gucken. Das ist normalerweise linke Maustaste, ne? Aber da muss ich ja irgendwas mit der linken Maustaste veranstaltet haben. Und so beim Fahrzeug. Manchmal gehen die Tore auch auf, wenn man sich mit dem Fahrzeug nähert. Man kann hier durchfahren durch das Tor. Nee, irgendwas ist nicht richtig. Früher war das mal irgendeine andere Taste, aber ich weiß nicht mehr welche, YouTube. Das könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Ah, für sowas liebe ich ja diese Videos, ne? Und dann, ich müsste jetzt wieder in irgendwelchen Foren wieder rumsuchen oder die armen Leute im Discord nerven und sagen, Diego wieder, kriegt Tür nicht auf, ne? Und, ja, so könnt ihr das eben in den Kommentaren schreiben, das finde ich super. Ja, ich habe irgendeine Taste verlegt hier. Aber ich möchte nicht auf keinen Fall zurücksetzen auf Standard. Dann wird es sofort gehen. Möchte ich wetten. Wenn ich jetzt Tastaturbelegung wieder auf Standard stelle, zack, geht's wieder. Aber das will ich nicht. Weil meine Tastaturbelegung ist definitiv anders als Standard. Definitiv. Da muss ich halt den Backstage-Eingang nehmen. Aber wie gesagt, an den Toren liegt es jetzt nicht. So, den Hof finde ich eigentlich ganz okay, ne? Wie gesagt, ich würde mir hier einen anderen Kuhstall hinstellen, vielleicht einen anderen Schweinestall. Wir müssen ja auch eh gucken, dann ein schönes Lager. Aber es gibt ja alles mittlerweile, ne? Also daran liegt es nicht. Daran liegt es nicht. Ansonsten so mit der Textur und so ist halt nice, ne? Das ist schon nice, da kann man nicht meckern.
Der YouTube, wollen wir das Video... Oh, doch, es ist eine Viertelstunde geworden. War gar nicht geplant. Ich hatte gedacht, wir sind noch deutlich unter einer Viertelstunde. Wie gesagt, wenn euch irgendwas einfällt, was ich noch nicht gesagt habe, schreibt es bitte in die Kommentare. Standardbelegung von der Maus vielleicht auch nochmal in die Kommentare. Und was das Mäppchen alles kann. Vielleicht nehmen wir dann doch auch die Map. Ne, vielleicht. Ich weiß es doch auch nicht. Diego ist draußen. Habt euch lieb.